So, Freunde, wir sind dann wieder hier in Sorrel und ich habe mir gedacht, wir schauen mal wieder rein, wie lief es eigentlich bei mir, wie sah es so aus über die Game Weeks, beziehungsweise über die letzte Game Week. Und dann habe ich mir noch gedacht, zum Thema Glück und Pech kann man tatsächlich so ein bisschen philosophieren, weil ich habe eigentlich gemerkt, es liegt sehr, sehr nahe beieinander, definitiv. Und es ist halt tatsächlich nicht alles kalkulierbar hier im Fußballgeschäft, aber alles nach und nach werden wir alles uns anschauen. Ich würde sagen, Daumen hoch da lassen, wenn es euch hier auf dem Kanal gefällt, wenn euch dieses Video gefällt. Und ja, kostenloses Abo, why not? Support wäre auf jeden Fall ultra stark. Und sonst selber, so rare starten, gerne über den obersten Link in der Beschreibung anmelden, 5 Karten auf dem Markt bieten und Unlimited for free abstauben. Und Limited ist eigentlich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil Limited lief am Wochenende in der Game Week sehr, sehr gut. Wir gehen mal rein in die Results, also Game Week 238, von der rede ich gerade. Und wir sehen es hier, wir sind aktuell, also es kommen noch ein paar Spiele, ich nehme es hier wieder Montag auf, bin aktuell auf dem 157. Platz. Castells, ja, war lang zu null, hat dann leider doch noch ein Tor, beziehungsweise zwei kassiert. Und dann habe ich halt hier mit Pavard und Süle, zwei aus München, die punkten halt einfach viel zu wild. Gerade Pavard habe ich vor bestimmt 2 Monaten ein Video drüber gemacht, da hat er glaube ich noch recht wenig gekostet. Und der hat einfach geliefert, das war mir irgendwo fast schon sicher, weil Pavard habe ich immer, ich habe zu dem Mann gehalten und er hat zurückgezahlt, der punktet seit Wochen sehr, sehr konstant, komm, dann gehen wir mal kurz rein, dass ihr auch seht, was ich meine. Ja, und dazu Süle, Reus und Kramaric, gerade Kramaric, Gott sei Dank, endlich mal wieder ein Tor gemacht, hat so eine Weile gedauert, auch Reus, deutlich, deutlich unter seiner Performance, ist aus der Hinrunde gewesen, auch endlich wieder ein Tor gemacht. Und Süle, der wohl den Verein verlassen wird, vielleicht zu Barcelona, was spielzeittechnisch wahrscheinlich für ihn ganz gut wäre, für Sorare und seine Karte weiß ich es noch nicht, aber ja, so ein Wechsel erzeugt immer Hype, könnte den Preis bis nach oben treiben, aber aktuell sollte Süle bei Bayern erstmal gesetzt sein, Hernandez auf links, solange Fonsi leider am Hotz was hat, also Hotz erkrankt ist, wohl Hotzmuskelentzündung, soweit ich es im Kopf habe, sollte Süle eigentlich gesetzt sein, klar, bei München weiß man nie, aber Pavard, geh mal kurz drauf, der kostet aktuell hier 0,124, 260 Euro. Und ja, also punktetechnisch ist es wirklich absolut mega stabil und da bin ich auch Gott froh, dass ich ihn relativ früh geholt habe in seiner ja schon noch Krise, also da ließ er gar nicht eine Zeit lang, das war gerade hier gegen Freiburg dann gar nicht gekickt und ja dann ging gut mit Frankreich, da sei es dahingestellt, wie gut oder schlecht es dann war, ich glaube ich bin noch eingewechselt worden in Kasachstan und Finnland auch noch 33 Punkte, aber dann in München angekommen wieder, außer Länderspielreise und dann ließ eigentlich konstant außer gegen Dortmund, aber das ist wirklich, das sind Top-Zahlen, muss man so sagen. Und der hat mich auch nochmal mit hier als Kapitän 122,3 Punkte gegeben. Ich werde in der zweiten Tier drin sein. Da hoffen wir auf eine ganz schmackhafte Karte. Das werdet ihr wahrscheinlich dann auch irgendwann sehen, wer da rauskommt. Und sonst hier haben wir noch ein All-Star-Rare-Team. Und da ist das Thema Glück und Pech sehr, sehr nah beieinander. Das muss man einfach sagen. Die Common-Karte hier ist Handanovic. Der war, ja, okay. Und gut, mit dem Penalty von ja, knapp 42% haben wir halt nur 25,9 Punkte rausgeholt. Und dann kommt halt Thomas Meunier und das tut einfach weh. Das reimt sich einerseits, aber andererseits, das ist einfach eine Farce irgendwie. Er spielt im Pokal gegen St. Pauli durch, soweit ich es im Kopf habe. Hieß davor noch, er ist angeschlagen, weiß man nicht. Aber anstatt im Pokal draußen lassen, wo man eigentlich gegen St. Pauli eh bestehen sollte, gut, sind sie jetzt rausgeflogen. Mit Meunier hat es aber auch nicht ganz gereicht. Ihn da zu schonen, hat man dann gedacht, ja, ne, er hat muskuläre Probleme, kündigt es aber auch nirgends an, um dann am Samstag einfach gar nicht im Kader zu haben. Gut, ist verletzt, gar keine Frage, nicht einsetzen, definitiv, nur so ein bisschen Transparenz, wäre ganz nett gewesen, aus Dortmund raus. Und dann kommt halt auf der anderen Seite das ultimative Glück, Alessandro Schöpf war eine Notlösung, definitiv, und er droppt einfach die 92,7 Punkte, seitdem Schöpf in der Mitte spielt bei Bielefeld, und Bielefeld ist eh nicht so schlecht, wie sie dastehen, Punkte, der echt sehr solide, komm, schauen wir auch mal rein, und der hat mich halt absolut gesaved, wir haben den ersten Threshold geholt, ist okay, nicht überragend, ich habe glaube die letzten Wochenenden immer den zweiten geholt, also sehr, sehr konstant das ganze Thema, aber Schöpf ist tatsächlich ein Mann, der ist preis-leistungstechnisch ein sehr, sehr guter Mann, würde ich behaupten, jetzt die letzten Spiele, ist es wirklich, also L5 und 62 ist überragend in meinen Augen für das Geld, was er halt kostet. Und wenn er so weitermacht, vielleicht die Konstanz beibehält, weil wenn er in der Mitte bleibt, passt es auf jeden Fall. Wenn Bielefeld nicht einbricht, könnte es durchaus laufen. Wenn er absteigt, natürlich wäre ultra blöd.
Aber so gerade bin ich sehr, sehr zufrieden. Koke hätte safe vom Platz fliegen müssen mit Rot. Hat er auch nicht getan. Also hier auch ultra Luck gehabt. Und dann kommt wieder das Pech von Borre dazu. Steht in der 92. Also wirklich Feier wird's nicht mehr vor Ortega und scheitert leider an ihm. Also völlig allein schießt ihn an. Natürlich riesen Hexentat auch von Ortega. Darf man nicht kleinreden. Aber wenn er das Ding macht, haben wir halt wahrscheinlich den zweiten Threshold dabei. Ist halt hier auch Kapitän gewesen. Also es dürfte gereicht haben. Tut irgendwo weh. Aber sei es drum. Also es war wirklich ein Auf und Ab, kann man sagen. Zweimal mit Glück, also einmal nicht rot, einmal übelst performt und dann halt zweimal mit Pech, einmal gar nicht gespielt und einmal ja, eher gescheitert vor dem Tor, nervlich. Und dann kommen wir zu meinem Challenger Europe Limited Stack von Benfica und da muss ich sagen, tut auch ein bisschen weh. Da sind wir rausgerutscht, gerade mit 311,63 Punkten, keine, ja, wenigstens eine dritte Tierkarte zu holen, tut ein bisschen weh. Aber gut, so ist es halt. Und hat auch Odysseas Elbe erstmal verursacht, dann gehalten. Überragend natürlich. Grimal noch einen Assist gemacht. Ich dachte, das dürfte eigentlich safe reichen. Aber der gute alte ja, Remchuk hat halt nur eine Halbzeit gespielt. Dann ist er rausgegangen. Wohl keine Verletzung, eher leistungsbedingt. Ich habe Spieler nicht gesehen, habe keinen Stream gefunden, muss man sagen. Da hätte ich das tatsächlich sehr, sehr gerne gesehen. Da muss ich mir mal überlegen. Ja, Remchuk, ja. Ich fühle den Mann, das ist ein Riesenstürmer in meinen Augen. Unter einem neuen Coach noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen. Oder dem alten war es auch nicht überragend. Ich hoffe, da kommt noch was. Sonst muss ich da Everton aufstellen, habe ich auch noch. Aber ja, ein bisschen ernüchternd das ganze Thema. Hätte ja Remchuk wenigstens durchgespielt, irgendwo seinen Füßen noch reingehalten, hätte ich safe einen Reward mitgenommen. So halt nicht. Und dann haben wir noch ein Champion America Limited Team, der hat gar keine gespielt. Osvaldo auch nicht aufgelaufen und hier auch. Die habe ich einfach für EP drin. Und sonst Champion Europe Limited mit einem Willy Orban, der auf seine 100 Punkte knapp kommt und als Captain halt 126 droppt. Klar, überragend. Campbell, Vogt eher nicht so gut. Guerrero, ja, passt. Da wird bald auch ein neuer Torwart drin stehen, weil den braucht man einfach. Ohne Torwart wird es enorm schwer, da überhaupt irgendwas zu holen. Und dann im U23-Team, da habe ich auch nie was erwartet. Da habe ich einen Lacroix, der spielt immer wieder sehr, sehr gut Punkte ein. Einen Maxim Leitschin fühle ich tatsächlich. Also ich finde den sehr stabil. Gerade wenn Bochum daheim spielt, kann man ihn eigentlich bringen. War jetzt aber auch punktetechnisch nicht überragend. Kongo hat nicht gespielt und Amisi auch nicht. Aber so sah es bei mir im Endeffekt jetzt aus. Und ich bin sehr gespannt, welche Karte da rausschlüpft als Reward. Und sonst bin ich da tatsächlich so ein bisschen überlegen, was ich da jetzt mache. Gerade die Süle habe ich geholt. Da hatte ich aber tatsächlich noch ein bisschen den Hintergedanken, dass ich den hier austausche. Gegen wen war ich mir noch nicht 100% sicher, wenn wir auf FC Bayern gehen. Gerade ein FC Bayern Stack wäre halt irgendwann schon so ein Traum, muss man so sagen. Die sind absolut teuer, da fehlt mir das nötige Kleingeld, da müssen wir einiges an Sparen hier, also an Zeit auch rein investieren, dass überhaupt mal sowas möglich wäre. Aber der Süle wäre so eine Möglichkeit, wo wir vielleicht ein bisschen Gewinn mitnehmen, um den dann vielleicht gegen den Coman, der eher halt nicht 100% Stamm spielt, aber halt echt ja ganz gut Punkte rein oder halt auch ein Fonsi, wo man halt dann spekulieren kann, dass er jetzt noch eine Weile raus ist, definitiv, aber wenn er dann fit ist, absoluter Stammspieler und halt auch, er ist 21, er spielt noch ewig, punktet auch eigentlich ziemlich krass, zum Teil natürlich nicht so gut, der spielt halt recht offensiv, da kann auch ein bisschen was daneben gehen, das passt aber Fonsi würde ich auch absolut fühlen, wäre wahrscheinlich noch eine bessere Variante als Süle, muss mal schauen, wie viele Möglichkeiten ich da habe und sonst als andere Option, also Pavard werde ich safe behalten, wäre dann noch der gute Goretzka, der ist auch noch verletzt, sollte aber eigentlich auch Stammspieler sein, wenn wieder fit. Die Frage ist, wann wieder fit wird und ist halt deutlich teurer. Also kostet ja knapp 600. Scoring-technisch, absolute Maschine, müssen wir nicht drüber reden. Der Mann weiß auf jeden Fall, was er hier in Surreal an Punkte reinholt. Das ist so meine Idee gerade, die ich ein bisschen verfolge, dass ich das ein bisschen weiter ausbaue. Also in Bayern ist es ja kein wirklicher Stack, aber so wenigstens zwei Männer von München, die Stammspielen dabei zu haben, ist halt immer eine ganz feine Sache. Und sonst habe ich auch noch eine ganz, ganz nette Idee. Ich habe nämlich schon einen Reus, also als Mittelfeldspieler. Ich habe einen Guerrero und ich habe einen Akanji, also sprich drei vom BVB. Habe mir überlegt, ob ich mir einen Malen rauslasse. Der kommt gerade so ein bisschen in Fahrt. Ist vielleicht sogar ein bisschen zu spät, leider. Weil ja, der Hype ist auf jeden Fall da mit seinen zwei bzw. drei Assists sogar. Je nachdem, wie man es zählen möchte. Das wäre auf jeden Fall der Stürmer und dann noch eine Kobel ins Tor, hätte ich einen Dortmund-Stack, was halt wirklich auch überragend wäre. Also gerade Stacking ist nach wie vor so mein
favorisiertes Thema. Sonst hatte ich ja noch gesagt, André Silva noch zu holen und einen Gulaschi, um einen Leipzig-Stack zu bauen hier mit einem Orban und einem Kampel. Kampel wäre aber verschenkt in meinen Augen, ist punktetechnisch nicht so gut, dass es sich lohnen würde. Da müsste dann in Kunku und Olmo oder sowas her. Orban wird auf jeden Fall passen. Dann fehlt halt theoretisch noch ein ja, Guardiol oder sowas in der Richtung, dass wir auch punktetechnisch da einiges mitnehmen können. André Silva eh überragend, aber in Kunku, Guardiol, sehr, sehr kostspielig, definitiv. Da wäre wahrscheinlich Malen und Kobel auch ebenfalls sehr teuer, definitiv, aber eine einfachere Lösung, weil ich da einfach schon mehr habe vom BVB. Sonst Benfica, die werde ich erstmal halten, die fühle ich auch. Also bin auch kurz davor gewesen, mir ein Benfica-Trikot rauszulassen. Habe es dann tatsächlich doch nicht gemacht, weil es in meiner Größe nicht mehr gab. Aber vielleicht mache ich das noch irgendwann. Man ist tatsächlich, also in The Rare, so ein bisschen reingeraten, einfach auch Fan von irgendwelchen Mannschaften zu werden, die man davor eigentlich nie beachtet hat. Ich meine, Benfica, ja, nice Mannschaft. Lissabon, wunderschöne Stadt, war ich tatsächlich schon vor Ort. Und fühle ich absolut, also bin so ein bisschen damit verbunden, jetzt nicht ultimativ. Aber ja, Benfica-Fan war ich nie oder was weiß ich in der Richtung. Aber ich fühle sie mittlerweile, weil ich einfach die Jungs in The Rare habe. Und ich denke, das kennt ihr selber. Also wenn ihr Spiele in The Rare habt, guckt man sich Spiele an, die man davor wahrscheinlich nicht unbedingt angeschaut hätte. So Bielefeld gegen Frankfurt, habe ich durchgezogen, weil Schöpf gegen Borja gespielt hat. Das sind einfach coole Dinge, die da durch The Rare auch passieren. Also einerseits, man kriegt ein deutlich, deutlich breiteres Wissen, was im Fußball so passiert. Man schaut sich Spiele an, zeitlich muss man da einiges reininvestieren, definitiv. Aber man hat auch Austausch mit irgendwelchen anderen Leuten, die man davor nie gekannt hatte. Da fällt mir jetzt Chris ein, gerade aus Amerika, hätte ich davor nie irgendwie kennengelernt. Jetzt auf einmal MLS-Input von einem Mann, der sich da wohl echt sehr, sehr gut auskennt. Und sonst auch wirklich sehr, sehr viele Leute schon kennengelernt, die da ja einiges mitbringen. Und das ist wirklich absolut nice. Auch von euch, also von Abonnenten oder aus der Community raus, sage ich lieber so. Es sind wirklich sehr, sehr nice Leute dabei, die ich so zum Teil kennengelernt habe, wo ich echt im Kontakt bin. Ich denke, diejenigen, die angesprochen sich fühlen, die wissen, wen ich meine. Das war, glaube ich, absolut kein Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Also diejenigen, mit denen ich eh so ein bisschen in Kontakt bin, fühlt euch gegrüßt. Ich denke, das war's für dieses Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.